nur gesundes Zeug, trainierst regelmäßig, trinkst Unmengen Wasser und trotzdem nichts. Das Gewicht auf der Waage wird einfach nicht weniger. Ich vermute, dir hat noch niemand gesagt, dass es mit deinem Lymphsystem, das nicht richtig arbeitet, zu tun haben könnte. Aber keine Sorge! Ich kenne ein paar einfache Übungen, die deinen Körper ganz ohne Diät verwandeln können. Bevor ich dir die Wunderübungen zeige, möchte ich dir aber kurz erklären, was wirklich in deinem Körper abläuft. Die auffälligsten Symptome eines nicht optimal arbeitenden Lymphsystems sind ein verquollenes Gesicht, Schwellungen am Körper, Hautprobleme und Zellulite. Das alles können Anzeichen für zu langsam abfließende Lymphflüssigkeit sein, wodurch sich Toxine im Körper ansammeln. Zum Glück ist das Problem leicht gelöst. Du musst nur die Lymphzirkulation in Gang bringen. Genau darum geht es bei der Lymphdrainage. Diese Übungen und Massagetechniken wirken auf unterschiedliche Weise. Sie beugen Wassereinlagerungen vor, stärken dein Immun- und Nervensystem, helfen beim Abnehmen und machen sogar deine Haut elastischer. Das alles ist allerdings nichts für dich, wenn du schwanger bist, an Krebs leidest, Entzündungen im Körper oder Blutgerinnsel in den Beinen hast. Auch Menschen mit Lymphknotenentzündung und Lymphadenopathie sollten die Finger davon lassen. So, nun lass uns die kleinen Lebensretter mal ausprobieren. Schlüsselbeinmassage. Der beste Start für das Ankurbeln deines Lymphsystems ist eine einfache Schlüsselbeinmassage. Lege dich dazu flach auf den Rücken. Kreuze deine Arme über der Brust, sodass die Finger deiner linken Hand unter deinem rechten Schlüsselbein liegen und die der rechten unter dem linken. Hebe nun deine Ellenbogen an und übe mit deinen Fingern ein wenig Druck in diesem Bereich aus. Wiederhole diese Übung mindestens 15 Mal. Und vergiss nicht zu atmen. In der Ausgangsposition atmest du ein und beim Massieren aus. Schultern heben. Das ist ganz einfach und du kannst es so ziemlich überall machen, ohne allzu verrückt dabei auszusehen. Stelle oder setze dich bequem hin. Halte dabei deinen Rücken gerade. Atme ein und ziehe deine Schultern zu deinen Ohren hoch. Halte die Position für eine Sekunde und atme beim Senken der Schultern wieder aus. Mache 15 Wiederholungen. Sollten dir deine Schultern dabei irgendwie wehtun oder du dich einfach nicht gut dabei fühlen, lasse diese Übung aus und mache mit der nächsten weiter. Füße rollen. Okay, wir haben mit dem oberen Teil deines Körpers begonnen. Jetzt geht's abwärts und wir verwöhnen deine Füße ein wenig. Stehe gerade, Füße parallel. Stelle dich auf deine Zehenspitzen, bleibe eine Sekunde lang so, gehe in die Ausgangsposition zurück und rolle dich auf deine Fersen. 20 Wiederholungen sollten absolut ausreichend sein, um dein Lymphsystem einmal ordentlich durchzuschütteln. Solarplexus-Massage. Der obere Teil ist fertig, das untere Ende auch. Wenden wir uns nun der Körpermitte zu. Für diese Massage kannst du entweder stehen oder sitzen. Halte deinen Rücken gerade. Führe die Daumen und Zeigefinger deiner Hände zusammen. Atme ein und lege deine Finger auf den Punkt unter den Rippen, deine Solarplexus-Region. Krümme deinen Rücken, drücke auf den Punkt und atme aus. Halte diese Position für ein paar Sekunden und löse den Druck wieder. Mache höchstens 20 Wiederholungen. Japanische Vibrationen. Jetzt würzen wir unsere Übungen mit ein bisschen Spaß. Für die japanischen Vibrationen, was ja an sich schon ziemlich cool klingt, legst du dich wieder flach auf den Rücken. Hebe deine Arme und Beine hoch, Knie leicht gebeugt. Die Aufgabe besteht nun darin, alles gleichzeitig schön durchzuschütteln und deine Gliedmaßen dabei zu entspannen. Glaube mir, du wirst diese Übung lieben, aber übertreibe es nicht. 3 Minuten reichen. Der Schmetterling. Setze dich auf den Boden, beuge deine Knie und lege deine Füße aneinander. Lege deine Hände auf deine Knie und drücke sie in schneller Folge nach unten, dass sie fächeln wie ein Schmetterling. Aber streng dich nicht zu sehr an. Es geht lediglich darum, bestimmte Regionen deines Systems anzuregen. Flattere mindestens 30 Mal, ehe du zur nächsten Übung übergehst. Bauchpressen. Wenn du schon mal ein paar Muskelübungen gemacht hast, weißt du bestimmt, worum es hier geht. Nein? Dann sage ich es dir. Lege dich flach auf den Rücken und strecke deine Beine aus. Atme ein, winkle deine Beine an und ziehe sie eng an deinen Brustkorb. Atme aus, bevor du sie wieder in die Ausgangsposition bringst. Mache 20 Wiederholungen und höre auf jeden Fall auf, wenn du dich unwohl fühlst oder Schmerzen hast. Hampelmann.
Auch das ist eine beliebte Übung, die in vielen Workouts zu finden ist. Für einen Hampelmann stehst du erstmal still, Füße zusammen und beide Arme an der Seite des Körpers. Aus dieser Position springst du hoch, spreizst deine Beine etwa schulterbreit auseinander und streckst deine Arme über den Kopf. Dann springst du schnell wieder zurück in die Ausgangsposition. Mache 30 Sekunden bis eine Minute lang Hampelmänner, um dein Lymphsystem so richtig in Schwung zu bringen. Und das war's auch schon. Total leicht, oder? Okay, das war jetzt für deinen Körper, aber auch dein Gesicht möchte verwöhnt werden. Eine regelmäßige lymphatische Gesichtsmassage verbessert den Zustand deiner Haut und reduziert Aufquellen. Diese Übungen kosten dich nicht mehr als 5 Minuten. Beginne damit, mit deinen Fingern sanft von der Mitte deiner Stirn zu deinen Schläfen über deine Haut zu streichen. Lege deine Zeigefinger unter deine Augen und bewege sie von deiner Nase zu den Schläfen. Nun wird es Zeit für ein wenig Druck. Streiche von unter deiner Nase Richtung Ohren, von deinen Mundwinkeln zur Seite und schließlich von der Mitte deines Kinns. Beende die Massage, indem du deine Finger von deiner Stirn bis zu deinem Brustkorb hinuntergleiten lässt. Genau, durch dein ganzes Gesicht und den Hals runter. Das fördert direkt den Lymphabfluss. Versuche jede dieser Übungen 5 bis 10 Mal zu wiederholen und du wirst schon bald deutliche Resultate erkennen können. Viel Glück! Kennst du weitere gute Tricks, um Gewicht zu verlieren? Verrate sie uns in den Kommentaren. Hast du heute etwas Neues erfahren, dann gib dem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden. Aber hey, geh noch nicht weg! Wir haben über 2000 coole Videos für dich. Wähle das linke oder rechte Video und bleibe noch eine Weile bei uns auf der Sonnenseite des Lebens.